Es ist Anfang Juni 2016. Im Bayerischen Nationalmuseum trifft sich ein mittlerweile zweijähriges Bündnis von Kunst- und Kulturstiftungen. Kunst auf Lager sichert, erschließt, konserviert, erforscht Kunstwerke von großer Bedeutung, die in den Museumsdepots lagern und für uns alle wieder sichtbar gemacht werden sollen. Die konkrete Zielsetzung von Kunst auf Lager, sichtbar machen, spiegelt sich in dem Bündnistreffen wider, in der Präsentation eines aktuellen Förderprojekts. Im Atelier der Textilrestaurierung im BNM finden sich die Vertreter des Bündnisses zusammen, betrachten, diskutieren. Die zuständige Restauratorin Beate Kneppel geht auf Fragen der Teilnehmer ein und beantwortet diese direkt vor und an dem reich bebilderten Wandteppich. Es ist einfach wahnsinnig kostbar ausgestattet. Also es hat halt Wolle als Kette und dann auch als Schuss, zusätzlich unterschiedlichste Seiden, Gold- und Silberfäden, das ist eigentlich das besonders Kostbare. Das muss man sich immer auch im Kontext der Zeit vorstellen. Also vor 500 Jahren, das hat man nicht einfach so verarbeiten können. Und diese Serie gibt es ja häufiger, aber nicht in dieser kostbaren Materialität. Nach dem Abschluss der restauratorischen Maßnahmen inklusive der aufwendigen Reinigung mit dem Aerosolverfahren soll die Tapisserie ihren Platz in den Ausstellungsräumen des BNM wiederfinden. Ernst von Siemens, unser Gründer, hat uns in die Stiftungssatzung geschrieben, dass wir Partner, Mäzene der Museen sein sollen, und als Mäzen und Unternehmer hat er auch gesehen, dass es wichtig ist, in den Bestand zu investieren, dass die Restaurierung von wertvollen Kunstwerken auch genauso wichtig sein kann wie eine Neuerwerbung, wie ein Neuankauf von Kunst.